Die Sporthalle der Volksschule Breinsbach war Austragungsort der 12. Amstettner Tischtennis-Stadtmeisterschaften. Ausgerichtet hat es der Tischtennisverein ESV Amstetten. In zwei Bewerben matchten sich 15 Hobbyspieler um den Titel Stadtmeister 2017. Mit dabei auch Obmann des Vereins, Elfried Plutsch. In den 12 Jahren war das ganz interessant. Am Anfang waren sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer. In den letzten Jahren versuchen wir immer verstärkt durch Werbung Teilnehmer zu gewinnen. In den Einzelbewerben schaut die Teilnehmerzahl ganz gut aus. Bei den Mannschaften haben sehr viele die Scheu davor, den Tischtennisschläger in die Hand zu nehmen, obwohl fast jeder daheim Tischtennis spielt. Aber jetzt schauen wir mal, es ist jedes Jahr Erfolg und ich hoffe am Nachmittag bei den Einzelbewerben, dass noch mehr Teilnehmer sind. Die Tischtennis-Stadtmeisterschaften sind auch gleichzeitig Anlass, den Breitensport noch weiter zu fördern. Dazu gibt es auch die Gelegenheit, sich als Hobbysportler mit den Profis zu messen. Ich bin, glaube ich, seit 11 Jahren mittlerweile aktiv im Verein und ja, seit heuer spielen wir in der Landesliga und in der ersten Mannschaft spiele ich da und ja, bin schon sehr tätig im Verein und taugt mir voll und ja. Roland Kneil lieferte sich im Finale des offenen Bewerbs einen harten Kampf um Platz 1. Allerdings Gegner und Vereinskollege Michael Wendel hat für eine Überraschung gesorgt und sich schlussendlich den Titel Stadtmeister 2017 geholt. Doch das tut der Leidenschaft am Tischtennis keinen Abbruch. Es ist, glaube ich, ein sehr vielseitiger Sport, weil Koordination sehr wichtig ist, Schnelligkeit und es ist einfach sehr vielseitig und man kann einfach nicht sagen, dass man gegen Leute sicher gewinnt oder nicht, weil es kann viel passieren in dem Sport und alles ist möglich. Der Tischtennissport ist ein wunderschöner Sport, den man von klein auf bis ins Seniorenalter spielen kann. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren, und wir werden das weiterhin machen, diese Stadtmeisterschaften, dass mehr Teilnehmer daran teilnehmen und diesen schönen Sport dann betreiben. Übrigens, in der Mannschaftswertung konnte sich das Duo ESV Amstetten 2 mit den Spielern Jakob Hartl und Helfried Plutsch den Stadtmeistertitel holen. Im Einzelbewerb bei den Hobbyspielern setzte sich David Mitterlehner in Szene und bei den Jugendspielern sicherte sich Alexander Feigl, fuhr Marcel Marek den Titel. Wer mehr über den Verein wissen will, auf www.esv.at gibt es alle Details.